Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den. Oh meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Wir sind in. Ja, ach, da hinten müssen wir rein. Genau. Wir sind im Glingordian Rooms zum fröhlichen Kopfzerbrechen. So, das hier. Nee, warte mal, wo war's? Hier hinten, ne? Ich bin nicht sicher. Doch, hier hinten. Genau, das hatten wir freigelegt. Das ist nix. Schweben die Bücher da? Oh, nee, wohl nicht. So, was haben wir denn hier? Geheimstudie. Mhm. Okay, irgendwas Relevantes hier? Oh, was ist das? Ah, da kommen die Schwerter hin. Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert. Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint haben. Okay, da soll man nach den Längen sortieren. Ne? Da kommst du nicht dahin. Du kommst hier hin. Okay, so. Mal gucken. Weiterer Dolch, Dolch. Das sieht gut aus. Dolch, das sieht auch gut aus. Und der hier, weiß ich nicht, wie lange das ist. Ah, das sieht auch ganz ordentlich aus. Okay, eins fehlt uns noch. Finden wir schon noch. Finden wir schon noch. Mache ich mir gar keine Gedanken. Ein Schipi. Sollen wir erstmal hier gucken. Was ist das? Aufgehoben Kopie eines gesendeten Briefes. Aha. Lass mal gucken. Lieber Carlos, wie konnte ich das nur vergessen? Es ist schön von dir zu hören und ich hoffe, dass es dir und deiner Familie gut geht. Ich habe über deine Anfrage nachgedacht und denke, wir können uns einigen. Es gibt ein paar Bedingungen für meine Zustimmung, aber wenn du mir garantieren kannst, dass dein Neffe sich daran halten wird, sehe ich keine Probleme darin, deiner Bitte stattzugeben. Erstens muss seine geheime Rolle vor den anderen auf der Insel verborgen bleiben, denn nur so kann er Erfahrung sammeln. Ich kann ihm ein wenig helfen, indem ich ihm in einem separaten Gebäude wohnen lasse, aber der Rest liegt bei ihm. Zweitens muss er seine Rolle als Gärtner Zweitens muss er seine Rolle als Gärtner perfekt ausfüllen. Wenn ich keine wesentliche Entwicklung im Zustand des Gartens sehe, werde ich ihn gehen lassen. Das ist auch in seinem Interesse. Er muss lernen, sich perfekt an seine Rolle anzupassen. Drittens, wenn mich jemand in meiner Familie bittet, ihn zu entlassen, weil er unausstehlich oder anderwertig unerträglich ist, werde ich das sofort tun. Noch einmal, ein Spion muss sich perfekt einfügen können. Wenn er diese drei Bedingungen erfüllt, kann er sich hier gerne als Gärtner versuchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er es im Interesse einer maximalen Entwicklung nicht in diese Bedingungen eingeweiht werden sollte. Lass ihn diese Tortur unter Einsatz seines Lebens durchstehen und ich werde dir einen Spion zurückgeben, der seinesgleichen sucht. Was die Konsequenzen dieses Gefallens angeht, so sage ich einfach, dass du in meiner Schuld stehst, ob er Erfolg hat oder nicht. Auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, Arthur Lai, Admiral der königlichen Marine. Na Mensch, auch guck mal hier, haben sie gemalt. Ach, ist ja süß. Okay, da liegt aber noch ein Brief. Oh Mann, Brief an den Admiral, den hätten wir wohl zuerst lesen sollen. Lieber Arthur, es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben und ich hasse es, um Gefallen zu betteln. Aber ich weiß, dass du gerne zum Punkt kommst, also werde ich es tun. Der zweite Sohn meiner Schwester aus ihrer dritten gescheiterten Ehe ist irgendwie beim Militär gelandet und als sein Onkel fühle ich mich irgendwie für ihn verantwortlich. Da ich mich aber nicht direkt in seine Karriere einmischen kann, habe ich beschlossen, dich um einen kleinen Gefallen zu bitten. Ich möchte ihn auf deine strategisch tadellose Insel Lai schicken, die berühmte Festung der Sicherheit. Sein Auftrag? Er soll eine verdeckte Geheimdienstoperation durchführen und sich dabei als Angestellter des Herrenhauses ausgeben. In Wahrheit würde ich ihn unwichtige Geheimdienstberichte schreiben lassen, während du dort Urlaub machst, damit er Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln kann. Was hältst du davon? Könntest du meinen Neffen eine Zeit lang akzeptieren? Wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte, würde er jetzt Gartenbau an der renommierten Universität unseres Landes studieren. Leider hat er die Aufnahmeprüfung um einen Punkt verpasst und ist beim Nachrichtendienst des spanischen Militärs gelandet.
Was für eine Karriere. Ich kann dir garantieren, dass er ein ausgezeichneter Gärtner geworden wäre. Es wäre von großem Vorteil für dich, ein angehendes Talent dort zu haben und das völlig kostenlos. Ich bitte dich nur darum, dass du dem Jungen eine Chance gibst. Er ist vielleicht ein bisschen seltsam und zieht sich gerne mit seinen Pflanzen zurück, aber du kannst auf jeden Fall großartige Arbeit von ihm erwarten. Bitte denk an all die Erinnerungen, die wir während unserer Zeit als Gefreite geteilt haben. Der schmutzige Geschmack des Essens verfolgt mich noch mehr als die drei Jahrzehnten. Also musst du auch starke Erinnerungen haben. Ich erwarte deine Antwort mit großer Vorfreude. Carlos Juan Montoya, General des spanischen Geheimdienstes. Na, gucke mal da. So, was haben wir hier? Nix, wie es scheint. Können wir das mal vorsichtshalber... Was? Aufgehoben kleine Segel? Wo habe ich die denn her? Hä? Echt? Kleine Segel? Für das Schiff da hinten? Die habe ich jetzt nicht so direkt gesehen. Okay. Dann gucken wir hier vorsichtshalber auch nochmal. Ach ja, Entschuldigung. Ich stehe im Weg. Ich weiß. So, leer und irgendwas Interessantes. Mann! Nee, sieht nicht so aus, ne? Okay. Warte. So und so. Liegt da was auf dem Stuhl? Nein. Im Briefkasten? Im Papierkorb? Nö. Ladies, hallo, guten Tag. Ist hier noch was hinter? Es gibt keine hinter der Tür, außer einem Lichtschalter. Gut, also, na denn. Da oben ist sicher noch was. Guck mal, was ist das denn? Aha, was ist das? Kleine Flaggen, noch mehr kleine Flaggen. Ah, einmal in Rot, einmal in Blau. Was ist das da eigentlich? Warte mal, das sind die Flaggen? Naja, okay. Ach, die Kanonen, richtig. Ja. Die hätte ich schon wieder völlig vergessen. Nix. Okay, so. El Chippos. Benutzt kleine Kanonen. Cool. Benutzt kleine Segel. Krass. Benutzt kleine Flaggen. Sieh mal an, was haben wir denn da? Guardian Token des Admirals. Schick. Ist da noch was? Nee, scheinbar nichts. Okay, das war's, was wir tun sollten. Na gut, wir brauchen noch... Ja, wir benötigen noch ein Schwert, ne? So, warte mal, wo kriege ich das? Ach, warte mal, ist hier noch irgendwas drin? Ich bin dann einfach so raus hier. Nachdem wir das gelöst hatten? Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, also. Nada. Was ist denn hier jetzt noch offen? Das ist nicht das Schwert, ne? Nee, das ist nicht das Schwert, das sie suchen. Okay. Ah, hier, das hier ist noch offen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Piper Mail und überhaupt. Jetzt steht es auf 100. Ist das gut? Oh, das hörte sich an der Zeit, aber hätte da was geklappert? Aber ich komme... Achso, warte mal, muss ich das da oben schließen? Nee. Nee, es wäre wahrscheinlich auch rot angelaufen, ne? Okay. Null ist es nicht. 50. Ist auch nicht. Ah, wenn ich nochmal drauf drücke. Aha. Okay. Wie ist es denn mit 75? 50? 75 hätten wir. Keine Änderung, ne? 100? Nö. Okay. Gleich alle 4. Dann geht es aber auch nur auf 50. Dann geht es in 25er Schritten ran. Okay. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Bestimmt, ne? Ja, allein das war sie nicht. Achso, ich muss wahrscheinlich erst auf 0 stellen, ne? Nee.
Es geht von 0 auf 50, auf 75, auf 100. Hm. 50. Ah, das hat nichts zu bedeuten. Okay, es wird sicherlich irgendwo ein Dingelchen geben, was zur Auflösung führt. Oder was zumindest ein Hinweis wäre. Hier haben wir, meine ich, alles gefunden. Ist noch etwas hinter der Tür? Ja, es ist etwas hinter der Tür. Hallo? Ich hätte gerne einen Cappuccino, wenn es keine Umstände macht. Na gut. Auch heute wieder bei bestem Wetter. Ach, das ist blöd, dass wir halt nur so doofes Wetter hier erwischt haben. Naja. Gut, also, was machen wir denn als nächstes? Hm. Da fehlt noch ein Bild. Habe ich das? Ich habe kein Bild. Okay, da ist nichts weiter, ne? Da können wir auch nichts mehr machen. Weiter unten rum ist auch nichts. Okay, da sind wir, glaube ich, fertig. Was ist das denn? Das ist gar nichts. Nur Bücher, ja, ja, von Orten und Kulturen. Okay. Na schön. Hier waren wir bereits dran, ne? Ich meine, ich hätte hier bereits alles durchsucht. Aber kein Zettelchen, kein Hinweis, kein gar nichts. Okay, also, wir sollen noch ein Bild im Bilderrahmen finden. Ein Schwert natürlich. Merken wir uns das mal. Ja, ach, den kann ich ja schon mal zurückgeben, ne? Der ist es. Okay. Guardian Token des Admirals. Mhm. Es war da auch noch irgendwas. Was ist hier? Ah. Ich glaube, es gibt ein Rätsel, das ich lösen muss, um es zu öffnen. Okay, versuchen wir mal da reinzukommen. Ja, genau. Richtig. Da hinten sind wir noch nicht gewesen und hier sind wir noch nicht gewesen. Versuchen wir es vielleicht erstmal mit dem hier. Habe ich dafür schon was? Nein. So, die Schlüssel. Zwei sind ganz oben. Und einer ist fast ganz oben. Okay. Ach, die gehen gleich so. Alles klar. So, nach rechts zu wählen wäre doof. Deswegen probiere ich es mal. Nee, nach links zu wählen wäre doof, ne? So. Hoch. Und dann... Ah, nee, das funktioniert nicht, ne? Nee. Hahaha. Ha, ha, ha. Das war eine spitzen Idee hier. Wie komme ich da denn wieder raus? Okay, also nach da. Jetzt mache ich es richtig kaputt, ne? Ich glaube, jetzt mache ich es richtig kaputt. Ich gehe lieber auf Reset. So, also... Wie wäre denn folgendes, wenn ich erstmal nach dort gehe, dann nach oben, dann nach links? Nee, das bringt gar nichts. Nach oben? Ah, das ist blöd hier mit dem. Ich darf den nicht zuerst auswählen. Ich lag schon ganz richtig mit dem erst nach rechts und dann nach... Ah ja, ja. So. Oben. Links. Stelle ich mich nur so an, oder könnte es sein, dass das hier komplizierter ist als die vorherigen? Ja. Ist egal. Ich kümmere mich jetzt mal um diesen Schlüssel, dass der da hineinkommt. Das war blöd, ne? Also, wenn ich nach oben gehe. Nee, nein, nein, warte. War schon richtig. So. Nach dort, nach dort. Nach dort. Ja, hilft nicht viel. Doch, warte mal. Hilft ein bisschen weiter. Weil dann kann ich nämlich nach da gehen. Und nach oben.
Eieieiei. Ja, das war nicht keine meiner brillanteren Ideen. Okay, also probieren wir es erst nochmal da. Ah, Fug. Und jetzt habe ich es natürlich komplett versaut. So. Kriege ich den wieder runter? So. Nach unten. Nach dort. Schlimmer wird es mit unten nicht, deswegen nehme ich den. Und dann dahin. Und jetzt nach oben, ne? Ja, okay, ich sehe das Problem. Jetzt müsste ich ja nach rechts gehen. Oder geht es auch anders? Nee, geht es nicht. Ich muss nach rechts gehen. Das ist ungünstig. Tja. Wenn ich jetzt nach unten gehe und dann nach rechts. Nach oben ist super, bringt aber noch nichts. Oh, vielleicht jetzt nach unten und dann nach links und dann nach oben. Nee, das bringt nichts. Ah, da sind wir wieder an derselben Stelle. Ist dieselbe Position. So. Nee, ich muss es hier rüber machen, ne? Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja, und da sind wir wieder. Ja, das funktioniert nicht. So, was ist denn, wenn ich von hier aus nach da gehe? Und dann runter. Genau, dann gehen die beiden dahin. So, wenn ich jetzt. Bringt das was, dass ich nach links rüber gehe? Jetzt schon. Ich muss den einen Schlüssel hier unten irgendwie festhalten. Ne? Ich mache es nochmal. Also, indem ich zum Beispiel hier hingehe und dann nach oben. So, bringt mich das irgendwie weiter? Ja, indem ich hier dahin gehe. Dann nach oben und dann nach links rüber. Oh, es wäre so einfach gewesen. Guck mal. Es wäre so einfach gewesen. Unglaublich. So, wessen Zimmer haben wir denn hier? Amelias Zimmer. Okay. Fräulein Amelia, ich sehe mich hier mal um. Tut mir leid. Erst eine rote Linie verbindet diejenigen, die niemals eine Maske mit einer großen Nase tragen würden. Was? Die niemals die erste Linie? Ach, die Masken. Wir haben doch verschiedene Masken gesammelt, ne? Es ist verschlossen, natürlich. Aha. Was ist das? Keine Ahnung. Hier geht es auch noch irgendwo rein. Okay, das Bad. Was haben wir hier? Oh, Garderobenschlüssel. Das ist nicht zufällig dieser hier. Es ist. Okay. Oh. Okay. Die Maske nehme ich mit. Wie viele Masken habe ich denn jetzt am Start? Ja, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf.
Fünf, sechs. Sechs Masken. Hier sind aber acht von den Dingern. Na toll. Okay, ARS. Guck mal, die haben unterschiedliche Farben. ARS. Rot. Es kommt kein Buchstabe zweimal vor. Also könnten wir... Hier gibt es sowas wie rote. Naja. Und die erste Linie. Da ist die Frage, welche von denen die erste Linie ist, ne? Also ich würde mal sagen, du bist rot. R. Rosie. Zählt das noch als rot? Gibt es orange? Orange gibt es nicht, dann zählt das hier als rot. So, noch eine rote. Ja, die hat alle möglichen Farben. Hm. Toll. ARS. Ach ja, warte mal. Doch, das ist ja auch logisch. Weil guck mal, bei S sind zum Beispiel rot, grün und gelb mit drin. S. Wer oder was ist dann S? Sophie. Dann könnte das sogar hinkommen. Rot, grün. Naja, ich sehe kein Gelb. Rot. Mit ein bisschen guten Willen. Grün, ich würde mal damit gehen. Es ist zwar jetzt nicht wirklich gelb, es ist, ich würde das eher als lila identifizieren, aber grün ist mit drin. Ah, okay, dann kann das auch der... Nee, lila haben wir hier nochmal separat. Hm. D und C, was haben wir denn überhaupt noch für Farben übrig? D und C. D ist auf jeden Fall eine reine... Farbe, so. Und C, habe ich noch was Lilanes am Start? Petra. Mhm. Boah, würde ich jetzt nicht in Sachen Lila sehen. Aber guck mal, die da ist auch ziemlich rot, ne? Das finde ich auch. Weiß haben wir nicht. Ne, weiß haben wir nicht. Hm. Ja. R. Oh, können wir A und R nochmal tauschen, bitte? So. So. Und A. A hat noch was Grünes mit drin, ne? Aber das ist orange. Das ist orange. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Orange ist hier aber auch nicht dabei. So. Also Petra. Petra würde ich auch als rot sehen. Keine Ahnung, vielleicht ist er, hat das auch gar nichts damit zu tun, sondern es bezieht sich nur auf diese Geschichte mit erste, zweite, dritte. Guck mal, was ist das? Na? So. Das ist doch ziemlich sicher gelb, oder? Das würde ich mal bei M hinsetzen. M, M, Maggie. So, dann haben wir noch eine knallbunte. Vielleicht ist das auch die S-Maske. Blau, gelb, rot ist da drin. Blau. Hm. Aber absolut kein Grün. Und gelb hat nur diese beiden. Also es ist wahrscheinlich nicht C. Puh. Am ehesten noch M, ne? Hm. Maggie. Oh, jetzt habe ich ihr die Maske entrissen. M hatten wir schon. Oh, warte mal, aber das stimmt gar nicht. Da kommt die hin. So, und diese knallbunte. Ja, eigentlich hat S die meisten Farben, ne? Na. Blau, gelb, rot. Hm. Puh. Grundfarbe blau. Vielleicht können wir das als Grundfarbe nehmen. Dann sind es P. Oder E. P haben wir schon besetzt. Nehme ich mal Erika. So, vielleicht. Ist Petra richtig? Ganz sicher nicht. Wen haben wir noch offen? Cecile. Oh, warte mal. Ich hatte sieben Masken. Ach stimmt, eine hatte ich ja hier noch rausgerabbelt. Das heißt, wir brauchen noch eine weitere Maske. Cecile C mit lila. Hm. Petra sehe ich da nicht. Brauche ich mir jetzt noch keine Gedanken drum machen. Uns fehlt ja noch eine Maske. So. Also, was haben wir denn hier?
Da ist nix. Da ist scheinbar auch nix. Hallo? Parfumflasche. Wir sammeln auch noch Parfums. Ach du liebe Zeit. Als ob es nicht schon komplex genug wäre. Sorry, aber... Naja. So, hier komme ich nirgends voran. Da auch nicht. Ist da in den Ecken was? Nö. Jetzt haben wir hier ein separates WC, ne? Mir fehlt ein Handtuch. Oh, guck mal, eine Gummiente. Kann ich die mitnehmen? Nee, die interessanten Sachen lassen wir wieder da, ne? Ah, ist ja blöd. Na, ich hätte gerne ein Gummientchen-Rätsel. Okay. Tür zu. Da ist auch nur Toilettenpapier und Handtücher drin. Gut. Reicht wohl. Okay, was haben wir denn hier? Das WC. Sehr angenehm. Auch eine sehr angenehme Größe. Hier kann man, das ist gut. Oh, okay, kommen wir gleich dazu. Hier drin kann man sich auch die Hände waschen. Stimmt, weil es hier, doch, da gibt es ein Handwaschbecken. Aber da muss man den Griff nicht anfassen mit ungewaschenen Händen. Diejenigen, die florale Muster lieben, sind mit der grünen Linie. Aha. Aha. So klärt es sich. Muss ich das eigentlich mal notieren? Wäre bestimmt gut, ne? Also, was? Grün ist gleich floral. So, das ist das Maskenrätsel. Da schreibe ich mir besser dazu, weil das werden wir bestimmt nochmal benötigen. Da ist nichts daneben. Kann ich ziehen irgendwo? Ne. Und in der Toilette befindet sich auch nichts. Okay, das ist gut. So. Also zu und hier. So, lass noch mal gucken. Rot. Rot ist gleich keine große Maske, keine große Nase. Also es hatte tatsächlich überhaupt nichts mit den, die Farben, damit hat das schon was zu tun, aber es hat, also es geht nicht um die Farben selbst. So. Was haben wir denn hier? Girl from Paris. Mhm. Das Aquarium aus dem Karneval der Tiere. Doch, ich kann es antatschen. So, wisst ihr Bescheid. Das ist es. Da ist nix. Ah, was haben wir da? Skizzenkarte. Ach du liebe Zeit, von denen sollten wir so viele sammeln, ne? Himmel, okay. Na gut. Vierte Regel. Okay, diejenigen, die ihr Gesicht so weit wie möglich verdecken, werden durch gelbe. Gelb ist gleich große Masken. Okay. Gut. Gotcha. Da ist nichts. Und hier ist auch nichts. Okay, cool. Ja, das lasse ich mal offen. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Gut, was ist das denn hier? Guck mal. Was? Da ist ein Fuchs. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Was? Fuchs, Fuchs, Fuchs. Fuchs und Fuchs. Habe ich da schon was erreicht? Weiß ich nicht. Der Frosch. Okay, die muss ich wohl auch noch finden, ne? So, da ist Figur einer Giraffe. Ja. Ich erinnere mich, dass wir... Nee, ich möchte gerne den unteren haben, bitte. Hier komme ich an den... Jetzt komme ich an den unteren ran. Da ist aber auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ich erinnere mich, dass wir die irgendwo hatten. Aber ich habe null Erinnerung. Wo? So, was bist du? Frosch. Okay, den nächsten. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Gut. Da ist der nächste. Känguru. War der da, ne? Ja. Hm. Interesting. Oh, wir können wieder gucken. Ja.
So. Ach, ist es nicht schön. Ah, aber das Wetter da, ist es gut, dass wir drin sind. Das Wetter da draußen, nee. Okay, es reicht. Gut, was hast du denn getrunken? Champagner. So, da ist nichts drin. Okay, und da auch nicht. Gut, am Klavier. Oh, dritte Runde. Ja, okay. Die blaue Linie. Die Maske mit einer großen Nase. Blau. Große Nase. Okay, es muss noch eine fünfte geben. Hier ist, da ist nichts. Da oben ist das das Bild, welches wir gesucht haben. Es ist nicht. Du vielleicht? Nein, auch nicht. So, was haben wir hier? Geheimnisse, Ermittlungen und Verschwörungen. Es scheint, als ob jemand Intrigen sehr mag. Nix. Was ist das? Noch ein Parfum. Oh je. Okay. Nix. Da ist auch nix. Hier ist noch eine kleine Ecke. Und da geht's raus auf den Balkon, ne? Natürlich. Oh, guck mal. Adler, Känguru und Frosch. Das heißt, wir brauchen gar nicht alles. Wir brauchen den Elefanten überhaupt nicht. Das ist interessant. Hier, halt. Nee, da unten ist nichts. Okay, öffnen wir mal die Tür. Raus brauchen wir noch nicht gehen. Ich würde mich gerne hier erstmal... Halt, was war das? Ach so. Weiter umsehen. Uah. Ach du je. Okay, klar. Oh, ach so. Einfach mal draufdrücken. Einfach mal so, weil es geht, ne? So, das Bett ist da aber ziemlich eingeklemmt, findest du nicht? Da komme ich gar nicht hin. Die wichtigen Dinge sind dort versteckt. Hierfür benötige ich einen Schlüssel, ne? Es ist verschlossen, natürlich. Was ist hier? Das ist ein Spiegel. Guten Tag. Ah, das ist sie ja. Hier ist nichts. Da haben wir auch noch was. Was ist das denn? Okay. Habe ich noch keine Idee zu. Aber ein paar dieser Dinge haben wir gefunden. Das war auf diesen Kacheln, die wir, diese hier zum Beispiel, die wir da draußen auf dem Balkon angebracht haben. Was könnte sie wohl verbinden? Die Tiere. Nee, die Masken. Was auch immer. So, es fehlt allerdings, es fehlt noch ein Dingelchen. Amelies Badezimmer. Habe ich das denn hier übersehen? Da oben ist nichts. Da in der Ecke scheint auch nichts zu sein. Weiter unten sehe ich auch nichts. Der Elefant fehlt, ne? Ist hier ein Herr Elefant? Nee. Okay, nix. Dahinter? Nö. Okay, aber eigentlich brauchen wir den Elefanten ja auch nicht, ne? Wenn man dem, wenn man dem Bild glaubt. Ist hier oben irgendwas? Das sieht zu verdächtig aus. Da könnte man super was dran verstecken, ne? Irgendwas Wildes. Also laut Bild an dem Schrank. Okay, Entschuldigung. Laut diesem Bild hier benötigen wir den Elefanten auch nicht. So, und hier draußen? Oh, sind wir hier doch noch nicht gewesen? Guck mal, hier ist auch noch was. Okay. Wen hast du denn hier beobachtet? Kann ich nicht durchgucken, ne? Nein.
Hier ist sich nichts. Hier sind wir noch da. Wo geht's denn hier hin? Oh, da kommen wir tatsächlich rein. Bellas Zimmer. Okay, ja, nicht so viele Sachen auf einmal aufmachen. Wo geht's hier hin? Ah, vielleicht kann ich einen anderen Weg hineinfinden. Wieso leuchtet das hier so bläulich? Und das nehmen wir mit. Inspirierende Malerei. Natürlich. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich es nur anschaue. Muss ich das da irgendwie... Muss ich das... Ich muss die bestimmt zurückgeben, ne? Okay, jedes Mal, wenn ich vor Dellas Zimmer sitze, werde ich daran erinnert, dass die Welt nicht so lebendig ist, wie ich sie mir gerne vorstelle. Selbst wenn ich versuche, meine düsteren Gedanken zugunsten der schönen Realität, die mich umgibt, zu ignorieren, macht sich Melancholie breit. Ich mache mich auf den Weg, um Landschaften voller Leben und üppiger Bäume zu sehen, aber am Ende ist alles, was auf der Leinwand zurückbleibt, kalte und verdorrte Einsamkeit. Aber auch das ist Natur der Inspiration und so werde ich sie umarmen. Haben wir irgendwas, was in diese Richtung läuft? Ach, die Bücherrätsel. Und das Suppenrätsel, da müssen wir auch hin. Tja. Okay, Schallplatte, weiß ich noch nicht. Du? Wo setze ich dich denn ein? Warst du auch auf dem Balkon? Und diese ganzen Dinger, da weiß ich auch nicht, noch nichts mit anzufangen. Und du, der weiß ich auch noch nichts mit anzufangen. Je. Okay, Bellas Zimmer. Sehen wir uns da jetzt um? Nee, ich würde eigentlich gerne hier hinten erstmal die Geschichte mit dem... Mit denen. Da ist gar nichts, ne? Nein. Ja, das ist es. Ich kann nicht verstehen, wie jemand warum niemand meinen Spielstil mag. Ich dachte, was? Ich dachte. Ach, weiß ich auch nicht. Ja, mein Spielstil ist ganz eigentümlich. Ist was. Ach, hier ist es ja. So, der Elefant. So, dann ist das hier offen. Und wir können eine Parfumflasche nehmen. Cool. Ja, mein Spielstil ist, also, es könnte besser nicht sein. So, wo ist denn die letzte Rule? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 5. Genau, wir haben 5 davon. Aber wir haben bisher nur 4 Rules gefunden. Wo ist die letzte Rule? Kannst du damit mal aufhören? Danke. Sehr freundlich. Okay. Es wird doch hier in ihrem Zimmer sein, ne? Also, grün ist... Ich nehme sie nochmal alle ab. Ne? So, grün ist floral. Okay. Rot ist keine große Nase. Blau ist große Nase. P und E. Petra, große Nase. Guck mal, da fehlt uns nämlich eine große Nasemaske. Okay, blau haben wir ja schon mal. Gelb, große Maske. Wobei S, also eine gesichtsverdeckende Maske. S hier müsste sein, da ist grün mit drin. Floral, eine gesichtsbedeckende Maske. Und rot ist keine große Nase. S. Also eine gesichtsbedeckende Maske. Zählt das hier als floral? Irgendwie schon, ne? Ich glaube, irgendwie schon. So, dann haben wir... Was ist denn Lila? Lila haben wir noch nicht gefunden, was Lila für Eigenschaften haben soll. Naja, den ganzen Rest vermutlich, ne? Also, dann gehen wir doch mal auf A.
ist grün für floral und rot für keine große Nase. Ah. Für floral. Okay. Könnte dieses und das sein, ne? Floral. Okay. Weiß ich noch nicht. Er ist rot, ist keine große Nase. Er. Ja, das haben sie alle nicht. Ich würde mal damit gehen, dass Lila möglicherweise was mit diesen. Nee, halt, warte mal. Welches waren die Gesichtsbedeckenden? Große Nase, große Maske, gelb. M hatten wir schon, oder? Nee, M hatten wir nämlich noch nicht. So, M ist eine große Maske. So, auf jeden Fall so. Genau. Ich bin unschlüssig, was es bedeutet, was lila sein kann. Ich glaube, das müssen wir erstmal finden, ne? Okay. Ich suche nochmal durch. Okay, also das Schild habe ich nicht gefunden. Aber vielleicht. Ne, Moment hier. Ne. Da sind auch zwei vonnöten, ne? Was kommt denn hier unten rein? Oh. Parfumflasche. Ah, da kommen sie rein. Ich habe aber erst zwei gefunden. Oh. Okay, schade. Gut, also. Was ist denn mit diesem Rätsel hier? Okay, wir kriegen das so hin. Aha. Runter, runter und nach links. Okay. Ah, schade. Eine zu wenig. Okay, gut, nochmal. So. Und dann Mist, das war's nicht. So, zweimal den. Einmal den. So. Einmal den. Einmal den. Zweimal den. Einmal den. Und einmal den. Okay, den hätten wir schon mal. Den hätten wir schon mal, aber das ist nur einer von zweien. Tja, hier ist doch nichts weiter dran. Kann ich den Teppich irgendwie bewegen? Ist da drunter was? Der hier sieht so verranzt aus. Hier war ich auch schon dran. Das kann ich nicht abnehmen. Nee, bedauerlicherweise nicht. Und hier weiß ich nicht. Okay, warte mal, da ist dieses Ding. Maske. Und was hat sie hier noch? Oh. Koch nicht. Garten? Weiß ich nicht. Das am ehesten, ne? Und draußen? Da hatte ich die Maske schon eingestellt. Oh, warte. So. Ich habe jetzt aber auch keinen dritten. War da noch ein dritter? Ich glaube nicht, ne? Gut, also das hängt damit nicht zusammen.
Na schön. Wir brauchen noch eine dritte Parfumflasche, ne? Das wird der Punkt sein. Kann ich das hier wegziehen? Nee. Darunter ist kein weiteres Schild. Nix. Wirklich nix. Ja. Und die kann ich auch nicht beiseite schieben. Okay, das ist also auch nicht. Okay. Dahinter verbirgt sich auch nichts. Tja, schade. Müssen wir hier auch erst einen offen. Moment, was ist das? Oh, Kabinettschlüssel. Oh, oho. Okay. Dann lass mal sehen. Ja, Princess Chic. Was ist das da? Dekorativer Schiefer. Was ist das denn? Okay. Herz, Herz. War das zu viel? Ah, die lila Linie. Lila ist nur Augen. Nur Augen habe ich mir aufgeschrieben. Okay, cool. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Gibt es hier ein Herz drauf? Nein. Wo auch immer das denn hinkommen mag. Okay, also. Lila ist nur Augen. Das heißt, C sind nur Augen. Und die grüne Linie ist floral. C. Nur Augen und floral. Dann würde ich mal sagen, das da. Nee, halt. Nur Augen und floral. Ist A. Das ist nicht hier, ne? C ist nur Augen und floral. So. Und CA ist floral und rot bedeutet keine große Nase. Habe ich noch so einen? Ja. Okay, was habe ich noch? Ausschlussverfahren. Keine große Nase. Also rot ist erstmal nicht angesagt. Grün ist floral. Floral habe ich auch nicht mehr. Lila war was nochmal? Nur Augen. Okay. Gelb ist große Maske. Habe ich nicht. Blau ist große Nase. Habe ich auch nicht. Also muss es lila sein. D oder C? Ja, halt mal so. Was war nur Auge? Lila? D oder C? C haben wir schon, ne? Cecil. Das heißt, es bleibt noch D übrig. Dora. Nur Augen. Okay, wir haben noch E und R übrig. R ist nur rot, keine große Nase. Das nehmen wir am Schluss. Was war das andere? E. E mit blau, große Nase. Okay, das ist nicht. Das heißt, R ist auf jeden Fall die. Oder? E. Blau. Ist große Nase. Genau. So. Jetzt brauchen wir nur noch die fehlende Maske finden. Nur noch. Dann sind wir auch soweit. Gut. Aber Leute. Halt. Nee, da hinten sollte ich mich hinstellen. Weil hier kommen wir im Moment, glaube ich, nicht weiter. Möchte ich mal behaupten. Ja, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Dann. Gucken wir mal im Nachbarzimmer, ne? Das ist aber auch ein Wetterchen, hör mal. Okay, da gehen wir gleich ran. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Macht's gut.